Hallo Otto Community, das ist meine Bewerbung für Arctic Warrior 2023. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob ich mich da bewerben soll oder nicht beim Otto. Und ich habe mich heute entschieden, kurzfristig doch noch ein kleines Video zu machen, um mich dafür zu bewerben. Mein Name ist Stefan Oser, ich komme aus der Schweiz, lebe aber seit 5 Jahren in den USA, in Kalifornien. Ein Hauptpunkt, warum Kalifornien, ist, weil ich die Kälte absolut hasse. Es wäre für mich eine Riesenherausforderung und eine Überwindung, an dem Arctic Warrior dabei zu sein. Ich bin kein Outdoor-Experte, ich bin auch kein Survival-Experte, ich bin einfach jemand, der sehr gerne draußen die Zeit verbringt. Und auch zu meiner Kindheit, ich bin mit Pferden aufgewachsen, von dem her, man muss da schon draußen sein, ein bisschen logisch denken, mit der Natur ein bisschen eins sein, wenn man mit Pferden umgeht. Und seit letztem Oktober arbeite ich auch im Disneyland und ich kümmere mich da um die Pferde. Wir sind da außerhalb von Anaheim in Norco. Auf einer Range, 5-Acre-Range, wunderschön, toller Job, gefällt mir sehr gut. Und vor kurzem habe ich auch wieder die Fotografie für mich entdeckt. Das heißt, ich mache super gerne Bilder, Landscape-Bilder oder auch vom Disneyland-Bilder, also Gebäude etc. Und da zeige ich mal euch 2, 3 Bilder, wo ich heute und letzte Woche im Regen im Disneyland geschossen habe. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Lasst doch mal wissen, welches euer Lieblingsbild ist. So, ich habe heute wieder mal etwas bisschen Verrücktes gemacht. Ich war ja heute in der Wüste oder bin immer noch in der Wüste. Wüste mit Kakteen etc., wie man da sieht. Und jetzt bin ich so quasi in eine kleine Sackgasse gefahren. Es ist nicht wirklich eine Sackgasse, es ist eine Verbindungsstraße. Ich habe mich jetzt entschieden, vor 2 Minuten umzudrehen, weil die Straßen mit meinem Auto unpassierbar werden, habe ich das Gefühl. Ja, und da die Straßen da nach hinten reingehen würden, und hier sieht man oben, es geht noch höher rauf. Und man sieht auch, hinten hat es auch noch Schnee auf den Hügeln, auf der Bergkuppe. Und die Straßen werden wirklich, wirklich schlecht. Naja, erzählt das einfach nicht meiner Frau, sie hätte sicher nicht so Freude, weil es ihr Auto ist. Ich habe mein Auto bei ihr gelassen heute. Ich dachte nicht, dass ich solche Straße anfinde, aber jetzt ist es halt so. Also ihr seht, ich bin gerne draußen, mache verrückte Sachen. Ich liebe Autos und weil ich mein Auto liebe, habe ich jetzt mich entschieden umzukehren. Und ihr merkt vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich filme mal schnell mit dem Handy nachher noch ein bisschen, so damit ihr seht, wie die Straßen tatsächlich hier so aussehen. Falls ihr noch gerne mehr über mich erfahren wollt, ich habe auch für 7 vs. Wild Staffel 2 2 Videos gemacht. 2 kleine Bewerbungsvideos. Einmal war ich im Death Valley. Da war ich einen ganzen Tag lang bei 40 Grad, über 40 Grad war es, also 44 Grad glaube ich am Schluss. Und auf dem anderen Video bin ich 7 Stunden auf dem Meer auf einem Kajak und bin von Dana Point nach Laguna Beach gepaddelt und das noch Strömung aufwärts. Also ich bin abenteuerlustig, checkt meinen Kanal aus. Ich habe auch einen Livestream gemacht von einem Versuch von 100 Kilometer Marsch, was ich beim ersten Versuch bei 65 Kilometer abbrechen musste. Der Stream geht etwa 8 Stunden lang und ich habe immer wieder mal so Snippets gemacht bis zum Schluss. Ja, dann würde ich sagen, bis bald und hoffentlich im Arctic Warrior.